Bevor die News starten, hier eine kurze Information für euch. Ich habe Samstagmorgen eine Umfrage gestartet, in dem ich euch gefragt habe, ob das letzte Video in eurer Abo-Box war. 157 Leute haben abgestimmt und quasi ein Viertel aller Abonnenten bekommen mein Video nicht in ihrer Abo-Box angezeigt. GG YouTube, ganz toll gemacht. Von daher möchte ich euch um Folgendes bitten. Gebt diesem Video eine Bewertung und schreibt in die Kommentare Hashtag F1. Das wäre schon alles, danke. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Die letzte Kurve in Sandford, Ariel Lüchen Deichbord soll so bearbeitet werden, dass sie einen Winkel von 18 Grad hat, also quasi wie im alten Oval in Monza, nur nicht so krass. Das soll dafür sorgen, dass die Boliden eine höhere Chance haben, mit Vollgas durch diese Kurve zu fahren, um den Gegner auf der Start-Zielgeraden mit DRS zu überholen. Diejenigen, die das Ganze nicht so toll finden, ist Pirelli. Man erinnere sich mal an Indianapolis 2005, wo der Winkel der Kurven bei 9 Grad lag. Viele Michelin-Reifen versagten und somit kam es nur zu einem Start von 6 Boliden mit Bridgestone-Reifen. Der Winkel der Strecke wird aber erst 2021 errichtet. Mario Isola meint zu dem möglichen Winkel, dass sie den Reifendruck erhöhen müssten, damit die Reifen damit keine Probleme haben werden. Der wäre aber für den Rest der Strecke zu hoch. Nächstes Thema. Zu der Regeländerung für 2021 gibt es mittlerweile einen 240 Seiten langen Entwurf. Nun folgen Infos über die geplante Budgetübergrenze. In 2 Jahren soll es ein Limit von 155 Millionen Euro geben, welches 40 Millionen Euro mehr sind, als Liberty Media ursprünglich wollte. Diese sollen bis 2025 gelten. Kleinere Teams haben sich darüber beschwert, weil Marketing, Fahrergehälter, Motorkosten und Transportkosten nicht im Budget-Cap enthalten sind, was bedeutet, dass das Budget für große Teams immer noch über 220 Millionen Euro liegen wird. Die FIA wird das Budget streng überwachen und bei Überschreitungen hart bestrafen. So eine Bestrafung könnte im schlimmsten Fall ein dauerhaftes Verbot für den Teamchef bedeuten, an 4 Meisterschaften teilzunehmen und dem Team alle Punkte und Preise wegzunehmen. Kommen wir nun zu Mikes Meinung. Ich bin der Ansicht, dass der Budgetdeckel der erste richtige Schritt ist, damit diese Zweiklassengesellschaft endlich in der Formel 1 aufhört und wir auch andere Teams mal auf den Podien sehen werden. Was die Kurve in Sandford angeht, wäre ich eigentlich dafür, aber dann müsste ja Pirelli eigentlich einen anderen Reifen entwickeln. Oder was meint ihr? Kommen wir zum Community-Kommentar. Feli Müller, fehlt da nicht ein X, weiß ich nicht, hat Folgendes unter das letzte Video geschrieben. Hallo Mike, weißt du, warum die Formel 1 erst in Europa fährt, dann für ein Rennen nach Kanada fährt und dann nochmal für ein paar Rennen in Europa fährt? PS, mega geile informative Videos, genau mein Geschmack. Erstmal Dankeschön für das Kompliment, das höre ich nämlich gerne. Würde man den Kanada Grand Prix zu dem Zeitpunkt ausrichten wollen, wie zum Beispiel Mexiko, Brasilien oder die USA, hätte man im Schnitt eine Tagestemperatur von 6 bis 8 Grad Celsius. Die besten Monate sind Mai bis September. Und mittlerweile ist es auch Tradition geworden, den Kanada Grand Prix um die Pfingstzeit in Deutschland auszurichten. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, könnt ihr auf Like klicken und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann das mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.